Morgen ist El Clasico, dementsprechend dachte ich mir, mache ich ein Video dazu, was ich über das Spiel denke. Wie wird das Spiel sein? Wer wird gewinnen und welche Spieler werden da wichtig sein? Lass uns direkt losstarten. Für Real Madrid ist es die letzte Chance, nochmal zurückzukommen und vielleicht doch noch irgendwie die Liga zu gewinnen oder nochmal probieren, was zu machen. Weil wenn sie heute verlieren, dann ist es wirklich zu 100% vorbei. Dann hat Barcelona gewonnen und es gibt da nichts mehr zu diskutieren. Dementsprechend wird das Real sehr, sehr ernst nehmen, denke ich. Und für Barcelona geht es natürlich jetzt darum, die Führung und den Punktestand, die sie aktuell haben, weiterzuführen und einfach die Liga abzusafen. Also für beide geht es um sehr, sehr viel. Beide wollen natürlich gewinnen. Aber jetzt kommen wir zu etwas sehr, sehr Wichtigem. Real Madrid würde kein Unentschieden reichen. Barcelona schon. Das heißt, Real Madrid muss mehr geben, muss mehr Offensive bieten als Barcelona. Und hier kommen wir eben zum Problem, meiner Meinung nach. Denn ich als Real Madrid-Fan schaue natürlich oft Real spielen und ich muss wirklich sagen, im letzten El Clasico, was wir 1-0 verloren haben, hat man richtig gemerkt, was für Probleme Real hat, Barcelona den Druck zu setzen. Die hatten die ganze Zeit den Ball. Barcelona hat Real gelassen, den Ball zu haben. Aber Real hat nichts daraus gemacht. Es war so ein langweiliges Klassiko, weil Real einfach nichts Gefährliches gemacht hat. Obwohl sie so viel Ballbesitz hatten. Obwohl sie eigentlich die Möglichkeit hatten, etwas zu machen. Barcelona war zu dem Zeitpunkt ohne Lewandowski, ohne Dembele etc. Ich glaube nicht mal Gavi und so waren da. Komplett blockiert. Also die waren nur auf die Defensive fokussiert im ersten Spiel und konnten trotzdem gewinnen. Sie haben nur auf Konters gesetzt, weil Real einfach nichts gemacht hat, obwohl sie so viel Ballbesitz etc. hatten. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass das heute auch so eine Partie werden könnte, beziehungsweise morgen, was labe ich für heute. Ich glaube, Barcelona wird grundsätzlich einfach dafür schauen, okay, wir bleiben defensiv stabil, wir lassen nichts zu und probieren einfach mit Kontern was zu machen. Und wie Carlo Ancelotti geredet hat, hörte sich ja sehr danach an, dass er morgen dann wirklich nochmal die gleiche Aufstellung, fast mit der gleichen Taktik nochmal angehen will, was ich sehr, sehr schlecht finde, weil ich nicht das Gefühl habe, dass diese Aufstellung was bringen wird. Also ich glaube wirklich, morgen wird es einen Unentschieden geben. Weil was man Barcelona wirklich geben muss, ist, sie sind defensiv extrem stark. Und neben dem schaffen sie es einfach diese Season, die Spiele auch als schwächere Mannschaft zu gewinnen. Indem sie einfach weniger Ballbesitz vielleicht sogar haben oder weniger krasse Aktionen haben, aber sie gewinnen, weil sie einfach ein Tor machen und dann defensiv gut abriegeln. Ob das jetzt das schöne Barcelona-Spiel ist, was man kennt oder nicht, mal dahingestellt, an sich funktioniert die Taktik hier, die Barcelona fährt und sie holen sich ja auch die Siege national. International sieht es ja nochmal komplett anders aus. Ja, da will ich jetzt gar nicht anfangen, weil man sonst mich einfach nur als Hater darstellen will. So, aber man muss ehrlich sein, Barcelona international ist nicht gut. Real Madrid dagegen international aktuell super, meiner Meinung nach, aber national wiederum nicht. Es wird aber auch auf Duells ankommen. Wie wird sich Vinicius gegen Araujo, ich bin mir nicht sicher genau, wie der Dude heißt, auf jeden Fall, wie er sich gegen ihn anstellen wird. Wenn er schafft durchzukommen, dann hat Real Madrid an sich Chancen, das noch zu holen, weil Araujo ist so der wichtigste Mann hinten bei Barca und bei Real halt der Vordermann, der die Angriffe starten muss, ist halt einfach Vinicius Junior und dementsprechend kommt es auch darauf an. Ich denke nicht, dass Benzema morgen dann wirklich eine wichtige Rolle haben wird. Nicht, weil ich Benzema als schlechten Spieler sehe oder sonst was, aber aktuell ist er nicht so in Form und im letzten El Clasico war mir das auch viel, viel zu wenig von dem Benzema und ich denke auch nicht, dass er das jetzt hier ändern wird. Er ist momentan in einer Art Krise, was so einfache Tore betrifft. Er kann nur Elfmeter aktuell gefühlt und sonst kommt dann halt einfach wirklich so gut wie gar nichts. Doch ja, was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Das war's an dieser Stelle von mir. Hoffen wir mal, dass Real Madrid gewinnt.